Hey, Oliver Schirmer hier. Im heutigen Video geht es um die vier Faktoren, ja, für mehr Erfolg im Network Marketing. Und inspiriert, diesen Artikel zu schreiben, hat mich ein Gespräch mit einem Bekannten von mir, den ich zufällig vor ein paar Tagen getroffen habe. Die Person ist ebenfalls im Vertrieb tätig und ja, wenn halt so zwei Vertriebler so aufeinandertreffen, dann kommt halt auch immer die Frage, wie es in so einem Business läuft und man tauscht sich halt eben dementsprechend aus. Und wir hatten beide zufällig ein bisschen Zeit und haben halt so ein paar ja, wurde miteinander gewechselt und eben aus diesem Gespräch raus, aus diesen Eindrücken heraus entstand dann quasi der Blogartikel. Ich weiß, dass ich über das Thema an anderen Stellen im Blog schon des Öfteren geschrieben habe, aber ich glaube, man kann da gar nicht ja oft genug drüber schreiben. Und ja, wir haben uns dann halt eben so unterhalten und er hat mir halt eben erzählt, ja, welche Schwierigkeiten er bei der Kundengewinnung hat, dass es ja eh immer schwieriger wird, neue Kunden zu gewinnen, ja, und über so das Verhalten so mancher Kunden halt. Und ja, ich denke mir, ja, dass viele, die im Network Marketing tätig sind, dass die jetzt das, was er mir jetzt erzählt hat, dass die sich sofort damit identifizieren können, die diese Situation schon ein oder mehrmals erlebt haben. Und ich komme es auf jeden Fall ganz gut. Weil bei mir war, ich wusste sofort, was er meint, weil bei mir war das früher auch so. Und er hat mir halt eben erzählt, dass wenn er jetzt mit dem Kunden spricht oder wenn er jetzt eine neue Akquisition macht, wenn er mit einem neuen Interessenten sich unterhält, eine Präsentation macht, was auch immer, und die Person sagt, sie ruft zurück, dann kann er eigentlich schon drauf wetten, ja, dass diese Person eben nicht zurückruft. Und ich denke, ja, dass ja, der ein oder andere, der dieses Video jetzt schaut, sich da ebenfalls wieder sieht. Und ja, es ist meiner Meinung nach, gibt es da so zwei Hauptgründe, warum das so ist. Und zwar ist es heute halt einfach, ja, das Internet an sich, ja, das Internet ermöglicht ja heutzutage alles sehr transparent zu machen, ja. Du kannst sofort und jederzeit, ja, eigentlich fast alle Informationen beziehen, die du brauchst, du kannst die sofort abrufen. Und das führt halt bei den Menschen so zu einem Problem, dass so eine Art Informationsüberflutung halt einfach stattfindet. Ja, wenn du zum Beispiel mit einem Gesprächspartner am Tisch sitzt und zeigst ihm dein Unternehmen, dein Business, ja, dein Marketingplan oder was auch immer, dann kannst du eigentlich ja darauf wetten, dass spätestens wenn die Person zu Hause ist, ja eben nach deiner Firma googelt, dann findet sie halt dort massenweise Informationen, egal ob die jetzt positiv oder negativ sind. Und ja, und dann war es das einfach fürs Erste, weil die Person ja so viele Infos bekommt und die für sich vielleicht gar nicht so einordnen kann. Und ein weiterer Grund ist dann meiner Meinung nach, dass viele Menschen zwar vieles wissen wollen, ja, aber dass die gar nicht bereit sind, das Wissen umzusetzen. Ja, ja, man kann es sich eigentlich sonst gar nicht erklären, wenn zum Beispiel eine Person einen Nebenjob sucht, ja, und du bietest ihr, ich sag jetzt mal aus deiner Sicht, die Chance deines Lebens, du bietest ihr die Chance, gutes Geld zu verdienen. Du bietest ihr eigentlich all das, was die Person sucht, und die Person sagt dann auf einmal nach einer gewissen Zeit, dass es für sie nicht interessant ist, ja. Passt eigentlich so gar nicht zusammen, aber das ist eigentlich so genau der Punkt, dass viele Menschen zwar vieles wissen oder vieles wissen wollen, aber es nicht bereit sind, es dann in Aktionen umzusetzen, in die Tat umzusetzen. Die Frage ist jetzt halt nun, wie wir das Problem lösen können. Die Sache ist ja die, dass wir ja die Menschen ja gar nicht verändern können. Das Einzige, was wir verändern können, ist halt der Umgang ja mit gewissen Situationen oder dass wir uns einfach halt hinterfragen, wie wir ja das Ganze anders angehen, ja. Und deswegen macht es halt einfach Sinn, sich Gedanken über einen Weg zu machen, ja, wo der es dir ermöglicht, dass du halt ja nicht mit jedem sprichst, der bei drei auf den Bäumen ist, sondern dass du halt wirklich ja nur noch mit ernsthaft interessierten Menschen sprichst, dass du halt einen Weg findest, der es dir ermöglicht, dass interessierte Menschen ja auf dich zukommen. Das spart halt zum einen Zeit und zum anderen schon es hat dann auch die Nerven, ja. Und ja, mein Vorschlag sind einfach die folgenden vier Schritte. Und zwar ganz einfach, als allererstes setzt dir klare, konkrete und messbare Ziele. Was willst du wie, wann, wo und mit wem, ja, in welchen Bereichen erreichen? Einfach dir mal die Frage stellen, wo willst du in 12 Monaten stehen? Und dann einfach ganz wichtig, ja, warum du das ganze Ziel überhaupt erreichen willst. Was ist die Motivation? Was hast du, wenn du es erreicht hast? Ein zweiter Schritt ist dann ja die Positionierung, dass du dich innerhalb deiner Zielgruppe positionierst, dass du
ja aus dieser ganzen Informationsflut heraus stichst, ja, und es ermöglicht, dass Menschen, ja, oder dass dich einfach die richtigen Leute finden. Und dann ein dritter Punkt, der ganz wichtig ist für dein Erfolg im Marketing, ist einfach messbares Marketing, ja. Und wichtig ist einfach, dass du weißt, ja, was dich ein neuer Interessent kostet, was dich ein Lead kostet, welche Marketingmaßnahme sich lohnt, welche Marketingmaßnahmen dir überhaupt Interessenten und Kunden bringen. Ja. Und du musst einfach wissen, ja, welche Marketingmaßnahmen das sind, damit du dich auf diese gewinnbringenden Marketingmaßnahmen konzentrieren kannst. Und das spart dir dann halt nicht nur Zeit, sondern halt eben auch Geld. Und ein weiterer Faktor ist ein guter Verkaufsprozess. Und ein guter Verkaufsprozess, der holt einfach die Person da ab, wo sie steht, ja, und führt sie dann zu einem Punkt, wo es dann der Person eben möglich ist, eine Entscheidung zu treffen. Da ist jetzt erstmal ganz egal, ja, wie die Entscheidung dann aussieht. Am besten ist sie positiv und führt zum Abschluss. Und diese vier Faktoren machen eben einen großen Teil deines Erfolges im Network Marketing aus. Und wenn du ja diese vier Faktoren beherzigst, an ihnen arbeitest, die Umsetzung immer wieder verbesserst, verfeinerst, dann machst du ja die richtigen Schritte auf deinem Weg zum Erfolg. Wenn du zum Beispiel auch noch wissen willst, ja, wie du einen hochprofitablen Verkaufskanal aufsetzt, dann empfehle ich dir einfach unseren Sales Funnel Workshop. Ich mache dir den Link unterhalb des Videos, stelle ich dir den bereit, den kannst du dir dann kostenlos anfordern. Da siehst du dann ganz genau im Detail, wie so ein Verkaufsprozess aussieht. Ja, in diesem Sinne wünsche ich dir jetzt als allererstes einen wunderschönen Tag, maximalen Erfolg, eine richtig geile Woche. In diesem Sinne, alles Gute, euer Oliver Schirmer. Ciao, ciao.